Das ist Renas Lieblingsband. Die Gruppe besteht aus 4 jungen Ostdeutschen. Sie heißt Tokio Hotel. Die eineigen Zwillinge Bill und Tom wurden im Jahr des Mauerfalls geboren. Ihr Traum war ein Konzert in weit entfernten Tokio. Ihre erste CD brachten sie schon als Teenager heraus. Im Folgenden wurden sie mit unzähligen Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet. Sie wurden auch über Deutschlands Grenzen hinaus weltweit immer bekannter. Tokio Hotel war der Anlass für Rena, auch ins Showgeschäft einzusteigen. Endlich ist der Traum der Band in Erfüllung. Wird die Band auch Japan im Wirbelsturm erobern? Hier wartet schon jemand. Ich stehe vor einem Tokio Hotel, um Tokio Hotel zu treffen. Also kommt mit! Es kommt zum lang ersehnten Zusammentreffen mit Tokio Hotel. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Vor 3 Jahren habe ich 4 Jahre in Wien gewohnt. Ah. Genau, und deshalb kenne ich euch und ich war wirklich ein großer Fan von euch. Oh, vielen Dank. Sehr gut. Rainer, anfassen ist okay. Ihr heißt der Tokio Hotel und ich habe gehört, dass ihr schon immer in Tokio spielen wolltet. Boah, ist ganz ungewohnt, wieder Deutsch zu sprechen. Eigentlich war es so ein bisschen so, dass wir uns so ein Ziel gesetzt haben damals. Und darum haben wir uns Tokio ausgesucht als Stadt, weil wir dachten, okay, das ist wirklich weit genug weg. Das ist unerreichbar. Vor allem klingt es auch gut. Irgendwie für uns war auch der Sound so wichtig. Und seid ihr wirklich die erfolgreichsten Band, also der deutschen Band der letzten wirklich 20 Jahre? Dass es dann so erfolgreich wird, das war wirklich totaler Zufall. Wir haben auf jeden Fall den Vorteil, dass wir wirklich eine ganz natürlich geformte Band sind. Also wir haben uns wirklich selber kennengelernt und sind halt echt gute Freunde auch. Ich glaube, das ist so eine Sache, die einen auf jeden Fall verbindet und die das auch ein bisschen speziell macht.